meine Damen und Herren, ein sehr herzliches Willkommen zu einer ganz normalen Pressekonferenz nach langer, langer Zeit. Deswegen also freuen wir uns besonders und begrüßen Sie besonders herzlich hier bei uns nach dem Spiel Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wir begrüßen natürlich die beiden Trainer, unseren Gast Mike Terranova und Christian Neithardt sehr herzlich. Bevor Sie aber zu Wort kommen, habe ich noch ein paar Zahlen für Sie. Einmal die Zuschauerzahl nochmal, 12.500, also unter jetzigen Verhältnissen ausverkauftes Haus. Wir haben ein Ergebnis von 1:1 erlebt und die Torschützen waren für RWE Kefkir und für RWO Kreier. Und dann habe ich noch ein paar Ergebnisse aus der Regionalliga, nämlich Aalen gegen Uerdingen 1:0, Düsseldorf gegen Homberg 4:0, Gladbach gegen Bonn 2:1, Wuppertal gegen Schalke 3:0 und Strahlen gegen Lippstadt 0:2. Ja, und nun darf ich den Trainern das Wort geben. Natürlich zuerst unserem Gast Mike Terranova, bitte. Ja, hallo zusammen. Ich glaube, dass wir heute ein sehr, sehr gutes Regionalligaspiel gesehen haben zwischen zwei Mannschaften, die zu Recht da oben stehen. Ich glaube, dass wir die Anfangsphase so ein bisschen hatten wir eine schlechte Zuordnung. Wir wussten, dass gerade die rechte Seite halt sehr, sehr stark ist. Die haben halt nicht in den Griff gekriegt. Ärgerlich ist natürlich, wo sich das so ein bisschen beruhigt hat, dass wir dann aus einem eigenen Ballverlust im Rückstand geraten. Und ich glaube, dass wir danach ein bisschen wacher geworden sind und dann schon die Möglichkeit hatten, auch den Ausgleich zu erzielen. Was mich geärgert ist, dass wir halt viele Umschaltmomente einfach schlecht ausgespielt haben. Da hat also ein bisschen dieser Mut gefehlt, dieses Timing halt, wann spiele ich, wann lasse ich mich fallen, die Kette fällt und diese Sachen, die wir eigentlich alle besprochen haben, haben halt in der Halbzeit auch nochmal korrigiert, haben Ohndal gebracht, nachher auch Kabambi. Ja, und ich glaube, dass wir dann besser im Spiel waren, dass wir dann auch verdient den Ausgleich gemacht haben und dann war es halt ein Spiel wirklich, wo es auf beide Seiten hätte ein Tor passieren können, sagen wir es mal so. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist das für mich jetzt hier ein gefühlter, ein gewonnener Punkt, weil wir alles rausgehauen haben. Ja, deswegen bin ich heute einfach mal stolz. Was mich für die Zukunft auch stimmt noch, ist, dass wir halt viele junge Spieler im Kader haben, wie Anton Heinz, der noch ziemlich jung ist, ein Hüseyin Bulut, der seine erste Saison im Herrenbereich auch mal Stammspieler ist, ein Hekerin. Also wir haben noch so viel Potenzial nach oben. Deswegen glaube ich, dass wir noch eine gute Entwicklung in der Saison nehmen werden. Euch alles Gute für die nächsten Spiele. Ja. Ja, über die Situation, über den Kader und alles, Spielweise braucht man gar nicht unterhalten. Ihr seid dominant, ihr seid stark. Wenn man euch da 5 Minuten außer Augen lässt, kann es sein, dass man 3 Dinger kassiert. Und am Ende hatte ich noch Angst, dass die Musik noch abends wieder durch meine Ohren läuft. Aber also ich bin wirklich stolz heute auf unsere Mannschaft und auch auf die Fans, was sie heute hier abgerissen haben. Ja, das war's. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Terranova. Und dann bitte ich jetzt Christian Neithardt um sein Statement. Ja, erstmal auch hallo zusammen und hallo nach oben in die VIP-Räume. Ersten 35 Minuten bin ich eigentlich einverstanden. Haben wir den Ball sehr gut laufen lassen, waren sehr präsent, haben den Moment genutzt, einen Fehler von Oberhausen auszunutzen. Das Ding haben wir dann wirklich sehr gut ausgespielt. Die letzten 10 Minuten vor der Halbzeit, viele Fehler drin gehabt, viele Ungenauigkeiten. Dadurch Oberhausen so ein bisschen wieder ins Spiel reinkommen lassen. Und denke, dass die erste Halbzeit dann auch klar an uns ging. Zweite Halbzeit sehr ausgeglichen und sehr zerfahren mit vielen Fehlern, die man eigentlich bei uns weniger sieht. Und liegt aber auch meistens sicherlich dann auch an Gegner, der mehr Druck macht, der offensiver spielt. Wir haben so ein bisschen die Läufe gerade hinter die Kette gefehlt, dass wir dann nochmal, wenn eine Mannschaft nach vorne pressen will, die Räume dahinter dann nochmal belaufen. Und ja, wenn man sieht, wie das 1:1 fällt, da muss man taktisches Foul spielen, da hole ich mir die gelbe Karte ab und dann gewinnst du am Ende 1:0. Und das darf dir dann so in der Art nicht passieren. So musst du sagen, unterm Strich ist das 1:1 gerecht und wir können sicherlich damit leben, weil wir haben jetzt gegen alle Mannschaften von oben gespielt und wir haben kein Spiel verloren. Wir haben auch einen Ausfall mit Daniel Heber zu verkraften gehabt heute, den du erstmal wegstecken musst
und hatten auch die ein oder andere Blessur, Erkältung in der Woche mit zu tun. Deswegen muss man das heute so annehmen, wie es ist. Und unterm Strich, wie gesagt, ist dann auch ein 1-1 auch mal in Ordnung. Und von daher wissen wir, dass wir viele Sachen besser machen können. Aber für heute, sage ich, ist es in Ordnung. Und Terra, auch deiner Mannschaft und Oberhausen, für die nächsten Spiele alles Gute und bleibt immer schön hinter uns. Danke. Bis zum vorletzten Spiel darf aber gerne. Ja, vielen Dank, Christian. Nun haben Sie wieder Gelegenheit, an die beiden Trainer Fragen zu stellen. Der Michael hat ein Mikrofon in der Hand und würde das dann gleich weiterreichen, damit Sie auch in den anderen Räumen verstanden werden, in die die PK übertragen wird. Bitte. Frage an Christian Neithardt. Wir sind jetzt etwas im Unklaren. Darf die Hose jetzt gewaschen werden oder nicht? Ja, die Serie ist ja nicht gerissen. Wir haben ja nicht verloren. Von daher bleibt sie noch so, wie sie ist. Um Gottes Willen. Terra, eine Frage an dich. Wie sieht es aus bezüglich Nico Klaas Verletzung? Sah ja nicht so gut aus in dem Moment. Nee, das sah wirklich nicht gut aus. Es war auch eine unglückliche Aktion, weil er den halt unterm Fuß tritt. Es ist offen halt. Ich hoffe, dass es halt schnell wieder in Ordnung kommt. Ja, eigentlich ist das ein harter Brocken. Bei denen zählen eigentlich nur glatte Brüche. Deswegen glaube ich auch, dass er am Wochenende wieder spielen wird. Und eine Frage an Christian. Heute hast du ja dein Herze spielen lassen für Daniel Heber. Wie hast du seine Leistung gesehen in der Dreierkette hinten? Habe ich gut gesehen. Also ja, auch gerade die Anfangsphase, wie ich es gerade schon gesagt habe, haben wir das sehr gut gemacht und haben Daniel da wirklich auch gut ersetzt. Und wie gesagt, also so richtig Gefahr kam immer gerade bei hohen Bällen auf. Da hat Oberhausen natürlich schon eine sehr gute Präsenz, aber aus dem Spiel heraus. Das 1-1 musste anders verteidigen, aber ich habe seine Leistung grundsätzlich gut gesehen. Danke. Wenn wir schon mal Einzelfragen sind, wie hast du die Leistung in der Box gesehen? Erst Engelmann, dann Janjic. Da kam heute wenig Gefahr auf. Ja, nicht so einfach auch gewesen, glaube ich, weil wir die Präsenz im Zentrum hatten heute, Dürholz und Grote. Ich glaube, es hat man schon gemerkt, dass Luca die Woche richtig Probleme hatte, sich durchgebissen hat. Und die Stürmer leben natürlich auch davon, dass sie vorne gefüttert werden, dass sie gute Bälle kriegen. Nochmal, ich glaube, dass das nicht immer entscheidend ist, was Engelmann und Janjic machen, sondern wie wir es als Mannschaft machen und wie wir es hinkriegen. Und auch das erste Tor hat keiner von den beiden geschossen, sondern eine Balleroberung, guter Querpass, gut von Özzi abgeschlossen. Das ist wichtig. An beide Trainer die Frage, heute 12.500 Zuschauer, das erste Mal so gesehen kleiner Rekord, wird sich ja wahrscheinlich in den kommenden Spielen noch weiter ausbauen. Wie haben Sie die Stimmung erlebt? Ja, zu einem Mal war es ein Heimspiel, wo die Kulisse bombastisch war und halt auch Gästefans zugelassen waren und auch die kommen durften, waren dann halt auch von Oberhausen da. Ich glaube, das macht den Fußball aus, so eine Spiele, so ein Derby. Ja. Ich glaube, dass keiner jetzt richtig enttäuscht nach Hause geht von beiden Seiten. Und ja, wir haben unseren Platz 1 verteidigt, das ist auch wichtig. Und deswegen, ja, so der Rahmen drumherum, der passt auf jeden Fall, Leute. Ja, ist alles gesagt. Ja, gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank für Ihr Interesse. Unseren Gästen wünschen wir eine gute, kurze Heimreise. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal hier wieder bei uns im Stadion Essen. Tschüss. Ciao.